einer von den damaligen 54 Mitunterzeichnern der Menschenrechtscharta war Stefan Hessel, der unter anderem in seinem 2011 erschienenen Büchlein Empört euch, von dem ich euch am Ende ein paar Seiten vorlesen will, Folgendes sagte: Eine echte Demokratie braucht eine unabhängige Presse. Die Resistance wusste es, forderte sie, trat für Freiheit der Presse, ihre Ehren und ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, der Macht des Geldes und den Einflüssen aus dem Ausland ein. Das wurde in Frankreich bereits ab 1944 in den Presseverordnungen umgesetzt. Und genau dies ist heute in Frage gestellt. Und zum Thema Presse und Journalismus hat uns Stefan Batonek einige Ideen mitgebracht. Ich möchte ein bisschen über Medien reden und werde heute, man soll es nicht glauben, mal davon erzählen, wie Medien meine Lebensqualität in Wien verbessert haben. Heute möchte ich erzählen, wie es vor ein paar Jahren einem großen Teil der österreichischen Leitmedien gelungen ist, meine Lebensqualität hier in Wien massiv zu verbessern. Als ich vor ungefähr 12 Jahren nach Wien gezogen bin, hat mich etwas sehr überrascht. Noch nie zuvor in meinem Leben bin ich so oft in Hundegescheiße getreten, wie in den ersten paar Monaten, seit ich in Wien lebte. Es war unglaublich für mich. Menschen führten ihre Hunde Gassi, ließen sie auf den Gehsteig zwischen parkende Autos kacken und gingen ungerührt die dampfenden Haufen nur aus dem Augenwinkel wahrnehmend wieder nach Hause. Das ging einfach so weiter. Und ich muss kurz mal abbrechen. Wo ist denn der Felix? Ja, es hat nach Konflikt ausgeschaut. Und das wollen wir hier nicht, ne, von der Friedensmahnwache. Gut, ich fange nochmal an. Ja, ich weiß. Aber die sind total in Ordnung. Also es sind Journalisten hier, die mich heute interviewt haben, die arbeiten für das Weiß-Magazin. Die zwei Jungs sind aber schwer in Ordnung. Ich weiß, dass das Weiß-Magazin nicht einen wirklich guten Ruf hat, die auch unsere Bewegung ein bisschen diffamieren, aber ich würde es einfach cool finden, wenn man die zwei Jungs auch mit Respekt behandelt. Selbst wenn sie fürs Weiß-Magazin arbeiten sollten, weil die sind schwer in Ordnung. Ich habe über eine Stunde mit denen heute schon geredet. So. Also, als ich vor ungefähr 12 Jahren nach Wien gezogen bin, hat mich etwas sehr überrascht. Noch nie zuvor in meinem Leben bin ich so oft in Hundescheiße getreten, wie in den ersten paar Monaten, seit ich in Wien lebte. Es war unglaublich für mich. Menschen führten ihre Hundegassi, ließen sie auf den Gehsteig zwischen parkende Autos kacken und gingen ungerührt die dampfenden Haufen nur aus dem Augenwinkel wahrnehmend wieder nach Hause. Das ging einfach so weiter. Meine Fortbewegung durch die Stadt wurde gekonter, mein Blick war jetzt immer Richtung Boden gerichtet, Grünflächen wurden ausgespart, aber trotzdem gab es immer wieder den Überraschungsmoment, wenn ein Hundebesitzer es geschafft hatte, sein Tier an einem Platz die Notdurft erledigen zu lassen, der außerhalb meiner Wahrnehmung lag. Das Fiese an Hundescheiße ergibt sich aus zwei Eigenschaften, der üble Gestank und die klebrige Konsistenz. Einmal an der Schuhsohle, schon muss man sich abmühen, das Zeug wieder loszuwerden. Aber dann, im Jahr 2007,
begann sich alles zu ändern. Die Legende sagt, dass eine Mutter, die es einfach satt hatte, dass ihr Kind immer wieder in Hundescheiße treten musste, einen Beschwerdebrief an ein paar Zeitungshäuser schickte. Dieser Beschwerdebrief wurde angenommen und es begann, in Kooperation mit der Stadt Wien, eine groß angelegte Kampagne. Es wurde über viele Monate immer wieder auf das Hundekotproblem hingewiesen. Vom Gemeinderat wurde ein Bußgeld beschlossen in der Höhe von 36 Euro. Es wurden auf Grünflächen Hinweisschilder platziert, wo zu lesen war, nimm ein Sackerl für mein Gackerl. Es wurden Sackerlspender aufgestellt, die die Hundebesitzer mit den richtigen und wichtigen Utensilien versorgten, die notwendig sind, um die Scheiße wegzuräumen. Und mit der Zeit begann sich die Situation zu verändern, nämlich zu verbessern. Die Gesellschaft wurde aufmerksamer gemacht und es wurde auch die Zivilcourage in die Richtung gefördert, dass Menschen schließlich den Mut aufbrachten, Hundebesitzer, die die Notdurft ihres Lieblings nicht wegräumen wollten, darauf aufmerksam machten, dass ihr Verhalten auf eine gewisse Art rücksichtslos sei. Das Zusammenspiel zwischen einer besorgten Mutter, den Medien, der Politik und vielen anderen durch Hundekacke frustrierte Menschen führte dazu, dass innerhalb von 2 Jahren sich das Stadtbild und das gesellschaftliche Zusammenleben in Wien verbessert hatte. Es führte dazu, dass sich das Bewusstsein und die Wahrnehmung der Bevölkerung einer Großstadt zu einem kleinen Teil verändert hatte. Zum Wohl der Gemeinschaft, zum Wohl des Stadtbildes und vor allem zum Wohle der spielenden Kinder. Diese Geschichte erzähle ich immer sehr gerne, wenn es darum geht, ob Medien tatsächlich eine Macht haben oder nicht. Hier, durch die Hundekot-Kampagne, kann ich es klar und deutlich vor Augen führen, wie das Zusammenspiel aus Politik und Medien funktioniert oder auch funktionieren kann, um bildend, um gesellschaftspolitisch zu wirken. Anfangs, wenn ich mit dieser Erzählung über die Nimm ein Sackerl für mein Gackerl-Kampagne beginne, bin ich immer sehr erfreut. Ein Gefühl der Dankbarkeit macht sich in mir breit und ich denke, mir, so schlecht sind unsere Leitmedien ja gar nicht. Dann aber fange ich an, über diese positive Macht, die die Medien eigentlich hätten, nachzudenken. Ich frage mich, wie wohl eine afghanische Mutter oder eine irakische Mutter auf diese Erzählungen reagieren würde. Wenn Kinder, die in diesen Ländern nicht abgeben, dann haben sie keinen Hundekot an ihren Füßen, sondern dann kann es passieren, dass sie bald Prothesen an ihren Beinen tragen. Wenn Kinder in diesen Ländern nicht Acht geben und an falschen Plätzen spielen, dann kann es leicht passieren, dass sie durch Uranmunition verseucht an Leukämie sterben. Wie muss es einer Mutter aus Donbass gehen, wenn sie diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, höre, ihre Kinder aber zerfetzt in irgendwelchen Ruinen liegen, weil unsere Politik und ein großer Teil der Medien nicht den Mut aufbringen, einfach zu sagen, es ist nicht recht, wenn man Kollateralschäden stillschweigend, nein, sogar billigend in Kauf nimmt. Dann, wenn ich mir diese Frage stelle, dann weicht das Gefühl der Dankbarkeit und es schleicht sich Zorn in meine Gefühle. Ich werde zornig, weil ich mich verarscht fühle. Ich frage mich, wenn es Zeitungen und Politik gelingt, Menschen in ihren Handlungen, in ihren Sichtweisen auf das Problem von zugeschissenen Gehsteigen, Parkplätzen und Grünflächen zu sensibilisieren, warum wenden Sie dann den gleichen Elan nicht an, wenn es daran geht, Blutvergießen zu stoppen? Warum nicht mit dem gleichen Elan gegen das kommende Freihandelsabkommen schreiben? Wo ist die Kampagne, wenn es um den Wahnsinn der Uranmunition geht? Wo ist die Empörung,
wenn es um den Irrsinn der Automatencasinos geht, die in Wien das Stadtbild pflegen? Wo ist die gleiche Vehemenz, die an den Tag gelegt wird, wenn es daran geht, Andreas Gabalier zu thematisieren, aber stillschweigend zugelassen wird, dass in ganz Österreich immer mehr Puffs und Gogo-Bars aus dem Boden sprießen? Ich soll Gleichberechtigung durch eine veränderte Zeile in der Bundeshymne serviert bekommen, während Frauen aus dem Osten in unserem Land durch verbrecherische Banden zur Hurerei gezwungen werden? Wo ist die Kampagne, wenn es darum geht, den Frauenhandel in und durch Österreich auszumerzen? Wo sind die Kampagnen, die sich gegen Krieg, gegen Freihandelsabkommen, gegen die diktatorischen und menschenrechtsverachtenden Auswüchse der Wirtschaft richten? Wo sind sie, diese Kampagnen? Nicht in den Zeitungen, nicht in den Fernsehsendern, kaum in den Leitmedien, wenn dann vereinzelt, dann so vereinzelt, dass sie mir eher als durchsichtige Kosmetik erscheinen. Aber ich weiß, wo diese Kampagnen wirklich stattfinden. Hier, auf der Straße, hier bei den Mahnwachen, hier bei uns, vor dem Parlament. Was wir hier machen, ist eine Kampagne. Die Friedensmahnwachen als Medium, wie Felix schon so großartig gesagt hat. Wir hier sind die Kampagne, die den Weg bereiten soll für eine Gesellschaft, die tatsächlich und nicht bloß behauptet, auf Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit aufbaut. Wir werden dafür sorgen, dass die Scheiße verschwindet. Wir werden dafür sorgen, dass die große Scheiße verschwindet, die uns allen den Atem raubt. Und vor allem werden wir dafür sorgen, dass die, die uns zugeschissen haben, den großen Haufen auch wieder wegräumen müssen. Denn sie haben die Ressourcen dazu, wir die Ideen. Hört uns zu, wir reden mit euch. Hört uns bitte zu, bevor wir anfangen zu schreien. In diesem Sinn spreche ich mich wieder und immer wieder aus für einen friedlichen, gesellschaftlichen Wandel, für Frieden, für Freiheit, für Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen. We'll be right back.